Izložba Paja Jovanović i Gustav Klimt nastala je s idejom da se ukaže na raznovrsne kulturne veze koje postoje između austrijske i srpske kulture. Mi kao dugogodišnji saradnici sa Kunsthistorischem muzejom u Beču i Belvedere galerijom želeli smo da u spoju tri dela iz tri muzeja ukažemo na dvojicu umetnika i jednu epohu. U suštini, dva umetnika živela su paralelno u jednom velikom umetničkom gradu koji je na smeni vekova bio centar svih najuzbudljivijih i najinteresantnijih događanja. Oni se možda jesu, možda nisu poznavali, ali nam se činilo da se njihovi životi prepliću na jedan izuzetno zanimljiv način, na različitim izložbama, događajima u svakodnevnom životu koji su vodili. I zbog toga smo se odlučili da napravimo izložbu. Jedna epoha, dva umetnika, tri muzeja i pokažemo kroz tri odabrana umetnička dela kako se mogu mapirati sličnosti, kako se mogu istaći razlike, ali ono što je najlepše od svega, kako se u umetnosti može uživati. Was verbindet Gustav Klimt und das Kunsthistorische Museum? Wir stehen hier im Stiegenhaus, im prunkvollen Stiegenhaus des Kunsthistorischen Museums. Und was Sie hinter mir sehen können, sind Wandgemälde, die Gustav Klimt mit seinen Genossen aus der Malerkompanie für das Kunsthistorische Museum gestaltet hat. Das Kunsthistorische Museum wurde 1891 als Museumsbau an der Ringstraße eröffnet, als Haus, als Prunkhaus, als Schatzhaus für die Kunst. Es wurde prachtvoll ausgestattet und sehr, sehr spät, ungefähr ein Jahr vor der Eröffnung des Museums, wurden dann ganz zum Schluss noch Gustav Klimt, sein Bruder Ernst und Franz Matsch mit der Ausstattung der noch fehlenden Gemälde im Stiegenhaus beauftragt. Innerhalb von 5 Monaten haben eben die genannten Maler diese Bilder, die Sie hier zwischen den Säulen sehen können, die sogenannten Interkolumnien und Zwickelbilder, gemalt. Der Kurator, der den Inhalt bestimmt hat, war Albert Ilk und er hat vorgegeben, dass die wichtigsten Epochen der Kunstgeschichte hier dargestellt werden sollten. Gustav Klimt hat sich die prominente Nordwand ausgewählt und hat die Epochen der griechischen und römischen Antike und der italienischen Renaissance ausgewählt. So gesehen sind diese Malereien, die Gustav Klimt 1890 gemalt hat, in sehr, sehr kurzer Zeit gemalt hat, noch unmittelbar vor der Gründung der Sezession, vor der goldenen Epoche der Malerei entstanden. Aber sie zeigen sehr, sehr schön die hohe malerische Qualität, natürlich auch das kunstgeschichtliche Wissen, das Gustav Klimt besessen hat und die unglaubliche Perfektion, mit der er diese Gemälde gemacht hat, für einen Blick von circa 12 Metern Distanz, also auf eine große Distanz gemalt. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man eben wirklich diese unglaubliche malerische Raffinesse, das große Können, das große malerische Verständnis, das die Malerei von Gustav Klimt nicht nur in Wien zu diesem Zeitpunkt, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt dann während der Sezessionsmalerei ausgezeichnet hat. Diese Wandmalereien aus der Zeit von 1890 waren der Grund, weshalb ein weiteres kleinformatiges Gemälde von der Hand von Gustav Klimt an das Kunsthistorische Museum gekommen ist. Wir haben im Zuge einer Erbschaft ein Gemälde der Dame mit dem lila Schal, so ist dieses Gemälde auch in der Literatur bekannt gewesen, aus einer Privatsammlung testamentarisch vermacht bekommen. Vollkommen unerwartet für uns, aber wie es eben im Testament geheißen hat, weil
dieses Bild wohl in unmittelbarer zeitlicher Nähe mit diesen Wandmalereien im Stiegenhaus des Kunsthistorischen Museums wohl entstanden sein muss. Porträtiert wird eine junge Frau mit einem lila Schal. Unten hat dann durch die Restaurierung hat man eben noch dieses Goldpanel gefunden. Das Porträt ist in einem Oval wiedergegeben. Und daher glaubt die Forschung, dass als Vorlage nicht eine lebendige Person gedient hat, sondern eine Fotografie. Dass also der Auftraggeber Gustav Klimt eine Fotografie dieser Dame gegeben hat. Und nach einer Fotografie ist dann dieses wunderbare, sehr exquisit gemalte Porträt entstanden, das ebenfalls von einer unglaublichen malerischen Qualität ist und das wirklich noch als, könnte man sagen, in der Übergangszeit zur Sezessionsmalerei entstanden ist. Gustav Klimt war ja der Gründungsvater der Sezession in Wien. Und dieses wunderbare Porträt, das wir eben jetzt in die Ausstellung nach Novi Sad schicken dürfen, ist unmittelbar davor entstanden. Der Belvedere-Palast wird heuer 300 Jahre alt. Er wurde im frühen 18. Jahrhundert für Prinz Eugen von Savoyen erbaut. Auch für die serbische Geschichte ein sehr wichtiger Mann und damals einer der reichsten Männer Europas. Das sieht man auch in dem Prunk und dem überbordenden Reichtum dieses Palastes, in dem wir unser Museum eingerichtet haben. Das Belvedere war immer ein Ort der Kunst. Schon Prinz Eugen hatte hier seine großartige Kunstsammlung und 1772 wurde hier die erste staatliche Kunstsammlung Österreichs eingerichtet, der Vorläufer des heutigen Kunsthistorischen Museums, die Kaiserliche Gemäldegalerie. Im Jahr 1903 wurde im unteren Belvedere die moderne Galerie gegründet, das erste zeitgenössische Museum für moderne Kunst in Österreich. Und das war die Vorgängerorganisation des heutigen Belvedere, das sich im Laufe der Zeit zur österreichischen Staatsgalerie und später zur österreichischen Galerie Belvedere weiterentwickelte. Unser Museum ist zuständig für die staatlichen Sammlungen für österreichische Malerei und Skulptur vom Mittelalter bis zur zeitgenössischen Kunst und für internationale Kunst ab 1800. Der zweifellos wichtigste Teil unserer Sammlungen ist die große Sammlung an Gemälden Gustav Klimts. Sie sehen hier hinter mir das berühmteste Gemälde, der berühmte Kuss, eines der allerberühmtesten Motive der Welt. Gustav Klimt hat im Jahr um 1900 gemeinsam mit seinen jüngeren Kollegen von der Künstlervereinigung Sezession einen großen Umbruch in der Wiener Kunstszene initiiert. Er war der Anführer dieser jungen Vereinigung Bildender Künstler Wiens, wie sie offiziell genannt wurde, die sich in den Jahren um 1900 vom Traditionalismus der alten Künstlerhausgenossenschaft lossagte und sich der Moderne zuwandte. Und Gustav Klimt war der fortschrittlichste all dieser Künstler, hat seinen ganz unverwechselbaren eigenen Stil entwickelt, der heute noch in aller Welt sofort erkannt wird. Sehr ornamental, sehr flächig. Auch immer mit einem Hauch von Erotik und auch immer mit einem Hauch von dieser Dekadenz der Zeit des ausgehenden Kaiserreichs um 1900. Gustav Klimt und seine Kollegen haben damals weltweit für Furore gesorgt und auch heute noch sind die großartigen Gemälde in unserer Sammlung der Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt. Das Belvedere beherbergt heute auch eines der bekanntesten und großartigsten Gemälde des serbischen Malers Paja Jovanovic. Es wurde sehr früh aus einer Ausstellung des Künstlerhauses für unsere Sammlung erworben und in der modernen Galerie dann auch ausgestellt. Jovanovic war ein Künstler, der ja bekanntlich eine große Zeit seines Lebens in Wien verbrachte. Hier
schon studierte an der Akademie der Bildenden Künste und gut vernetzt war mit den in der damaligen Künstlerszene und sehr erfolgreich auch gemalt hat, vor allem als Porträtist. Und seine Damengemälde spiegeln natürlich auch etwas den Geschmack der Zeit, den Künstler in ganz Mitteleuropa damals gepflegt haben. Ein sehr typisches und auch gut hochqualitatives Beispiel seiner Malerei. Među mnogobrojnim ženama, damama, koje su se našle ispred štafelaja Paje Jovanovića, jedna je imala posebno mesto i to gotovo punih pola veka. U pitanju je Hermina Muni Dauber, koju je Paja Jovanović upoznao najverovatnije 1905. godine, u vreme kada se bavio pitanjem reprezentovanja nagog ženskog tela, za čega je savršen model našao u ovoj mladoj devojci, koja mu postaje omiljeni model. U narednim godinama i decenijama Muni je u Jovanovićevom stvaralaštvu prošla transformaciju iz anonimnog ženskog lika, kako je prepoznajemo na brojnim studijama aktova, mitološkim i alegorijskim kompozicijama, do personalizovane osobe, supruge priznatog umetnika. Od trenutka njihovog venčanja koje se desilo tokom Prvog svetskog rata 1917. godine u Budimpešti, pa naredne četiri decenije, Paja Jovanović je ovekovečio svoju suprugu na velikom broju portreta. Na tim portretima prikazuje je kao damu iz visokog društva, obučenu po poslednjoj modi, prikazanu u raskošnom enterijeru, uglavnom je to enterijer njihovog stana. Jedan od tih portreta je i portret umetnikova supruga Muni iz 1925. godine, koji se danas nalazi u kolekciji Galerije Matice Srpske.